Hallo meine lieben Löwen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat November. Wollen wir doch mal schauen, was euch so erwartet. Ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen und Aszendenten schauen. Für die Löwen, was haben wir hier im Monat November? Was erwartet die Löwen im Monat November? Was erwartet die Löwen? Wir haben hier den Hierophant. Wir haben die 3 der Münzen, die 2 der Münzen, die 9 der Münzen, so viele Münzen, die Gerechtigkeit und den Magier. Wow! Und das Ass der Stäbe. Das Erste, was mir kam direkt, war: Vertraue in deine Fähigkeiten. Vertraue in deine Fähigkeiten. Vertraue in das, was du kannst, deine Talente, das, was du wirklich gut bewerkstelligen kannst. Ich sehe hier so viel Potenzial für euch im November. Ich sehe extremes Wachstum. Ich sehe ein richtiges Vorankommen. Ich sehe, dass Dinge auftauchen werden, wo ihr super flexibel damit umgehen könnt. Also auch mal Dinge zu verändern, kriege ich rein. Trau dich, Dinge zu verändern, weil sie zu deinen Gunsten sind. Ich nehme hier Verschönerungen wahr, Verbesserungen auf so vielen Ebenen und extrem viel Wachstum, Lernen, Fähigkeiten weiterentwickeln. Und das Vertrauen in sich selbst, sehr viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, hier findet so ein karmischer Prozess in euch statt, wo ihr jetzt einfach eine Änderung durchmacht. Wo ihr euch jetzt wirklich dazu entscheidet, nach außen zu treten. Mit Selbstbewusstsein euch zu zeigen. Also super viel Selbstbewusstsein nehme ich hier wahr. Super viel Energie, die hier reinkommt. Das Überwinden von Unsicherheiten, die gibt es nicht mehr. Es ist super kraftvoll. Ich habe das Gefühl, dass der November hier sehr regenerativ für euch ist. In die eigene Power kommen, in der eigenen Macht Fuß fassen. Also das Thema Macht und Einfluss wird hier auch sehr stark eine Rolle spielen. Also es könnte sein, dass ihr in einer Form über das Berufliche mehr an Einfluss gewinnt, mehr an Macht, eine sehr vielleicht machtvolle Position. Es könnte eine Selbstständigkeit sein. Es könnte sein, dass ihr hier sehr viel Lob und Anerkennung bekommt, dass etwas hier sehr kraftvoll sein wird. Ja, also es ist ein sehr, sehr starkes Wachstum, was ich hier wahrnehme. Und ich glaube auch, eure äußere Erscheinung, so wie ihr euch nach außen hin zeigt und präsentiert, sei es privat, sei es beruflich, sei es bestimmten Beziehungen gegenüber, wird super kraftvoll sein und super selbstbewusst, super mit euch verbunden. Ja, ihr seid sowas von ihr selbst. Und ihr zeigt euer Licht hier so nach draußen. Es könnte, also beruflich gesehen, kriege ich ganz viel rein. Coaching könnte was sein. Es könnte sein, dass es in Richtung geht, Verschönerung, Schönheit, Lernen, Wissen, etwas beibringen, Lernen. Es könnte sein, dass du auch eine Schulung machst, eine Weiterbildung machst oder dass das etwas ist, womit du beruflich zu tun hast. Also hier kommt mir super viel rein. Aber ich habe so das Gefühl, dass das sehr kraftvoll und sehr, ja, sehr viel Power mit sich bringt. Sehr viel Energie, die ihr hier habt. Ich sehe auch so ein bisschen, dass ihr die Energie jetzt in eure Selbstverwirklichung steckt. Also, dass ihr euch wirklich hier Selbstliebe gebt, indem ihr euch selbst verwirklicht. Indem ihr hier das tut, was ihr liebt. Euch selbst entfaltet hier und super viel Wachstum. Ich sehe auch, hier kommt was ganz Spannendes rein, eine richtig tolle große Chance, eine spannende Chance, die dir super viel Weiterentwicklungspotenzial mitbringt.
Also du wirst hier extrem wachsen in diesem Monat. Extrem. Extrem. Kann ich gar nicht anders sagen. Super viel Weiterentwicklung. Ich weiß gar nicht, was ich hier dazu noch zu sagen habe, zu den Tarotkarten, aber das ist so richtig, richtig, also bis jetzt die beste Legung, die ich hatte. Ich habe noch nicht alle gemacht, aber bis jetzt ist es eine der besten hier. Die anderen hatten eher so viel Schattenarbeit, viel nochmal aufräumen, loslassen, stirb und werde. Und bei euch habe ich das Gefühl, hier kommt richtig Energie und Power rein. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Für die Löwen im November. Wir haben das Schweigen und wir haben den Schleier. Schweigen. Es gibt eine süße Umarmung im Nichts der Stille, die Präsenz des Selbst vollständig verkörpert. Da nehme ich dieses, die Präsenz des Selbst vollständig verkörpert, super stark wahr. Es könnte sein, weil ich hier wenig Zwischenmenschliches sehe, mit Schweigen, dass vielleicht ihr euch so zurückzieht von anderen Menschen, dass ihr einfach jetzt stark mit euch selbst beschäftigt seid, mit eurer Selbstverwirklichung über den Beruf, über eure Persönlichkeit, über irgendwas, was ihr gerne macht, wo ihr das Gefühl habt, da kann man sich super gut entfalten, das ist genau mein Element, ja, sowas in diese Richtung, dass es vielleicht ein bisschen ruhig um etwas wird, also weniger Kommunikation mit anderen, sondern mehr mit dir selbst in deiner Mitte, das nehme ich hier wahr. Der Schleier, deine Augen zum Nebel geworden, in dem du lebst, ein verschwommener Blick auf das, was du bist oder sein kannst. Die Tränen, die du blutest, sind bereit für die Stürme, die den Himmel nach innen kehren. Ich würde ganz, also Schleier, vielleicht so ein Schleier, der sich jetzt für euch lichtet, ne? Dass die Dinge jetzt einfach, ihr wieder in eure Kraft kommt, ne? Der Schleier fällt. Bei Schleier habe ich auch das Gefühl, der Schleier wird so zu einem, wie heißen denn die? Ein Vorhang, genau, Vorhang. Ein Schleier kann auch ein Vorhang sein, ja, ein Vorhang fällt und ihr kommt so kraftvoll daraus hervor. Ich sehe so eine Bühne und ihr seid die ganze Zeit hinter diesem Vorhang. Und ihr habt vielleicht die letzten Monate, war es vielleicht echt gar nicht leicht. Und da habt ihr hinter diesem Vorhang gemacht und getan, mit euch selbst euch beschäftigt. Und jetzt auf einmal, zack, der Vorhang fällt und ihr steht auf der Bühne, Spotlight auf euch, ja, also genau das, und ihr könnt jetzt scheinen. So, das ist das Bild, was ich da habe. Wahrheit enthüllen, Verschleierung. Eure eigene Wahrheit auch leben. Das lese ich jetzt einmal vor, den Schleier. Schleier ist das innerste Herz von Samhain. In dieser Nacht ist der Schleier zwischen den Welten am durchlässigsten und das Geisterreich so nahe, wie es überhaupt hier auf Erden nur sein kann. Das bedeutet, du hast einen Anruf frei, bei jedem spirituellen Helfer deiner Wahl, seien es Götter und Göttinnen, deine Ahnen, Engel oder Geistwesen. Jedes Jahr hast du die Gelegenheit, direkten Rat von jenen zu bekommen, die über alles im Universum Bescheid wissen. Die Schleierkarte taucht in deinem Reading auf, weil bald neue Wahrheiten ans Licht kommen, die für deine Angelegenheiten relevant sind. Sachen werden aufgedeckt, die auf die richtige Gelegenheit gewartet haben, um sich dir auf die effektivste Weise zu präsentieren. Öffne deinen Geist, um auf allen Kanälen Botschaften zu empfangen. Achte auf alle sich wiederholenden Zeichen, Symbole oder Gefühle. Nichts geschieht jetzt rein zufällig. Ich habe eben, als ich das vorgelesen habe, so einen stechenden Schmerz im Ohr bekommen. Es könnte sein, dass ihr etwas hört. Vielleicht wird euer Gehör geschärft. Achtet mal darauf, wenn ihr unterwegs seid. Es könnte sein, ganz nebenbei sagt irgendwer irgendwas und ein Wort, ein Satz fängt eure Aufmerksamkeit. Auf einmal seid ihr total aufmerksam und dieser Satz macht etwas mit euch. Der geht tief. Und das kann sein, ihr geht irgendwo spazieren und irgendjemand, der vorbeiläuft, hat mit jemand anderem mit jemand Fremden da ein Gespräch und ihr kriegt so Fetzen mit und auf einmal genau ein Wort, ein Satz und ihr denkt, wow. Oder achtet mal auf euer Gehör, wenn ihr zu Hause seid. Vielleicht hört ihr da irgendwas. Wenn ihr etwas tut und dann auf einmal hört ihr ein Geräusch, ein Knacken von einem Möbelstück.
irgendwo irgendwas. Achtet mal darauf. Es könnte ein Hinweis sein auf das, was ihr dann gedacht habt. Ja, vielleicht gibt es da einen Hinweis. Achtet mal stärker darauf. Solche Geschichten. Ich habe gerade das Gehör, wie gesagt, reinbekommen. Die Wahrheit wird sich euch enthüllen. Oder wenn ihr einen Traum habt, was sagt jemand in dem Traum? Ein Wort, ein Satz bleibt hängen. Könnte keinen Sinn ergeben, aber der bleibt irgendwie hängen. Immer auf das Gefühl achten. Das kann auch ein Stuss sein, der da geredet wird im Traum. Aber ihr merkt, das ist etwas. Das ist etwas. Dieses Wort, dieser Satz. Ja, achtet da so ein bisschen drauf. Ne? Hier könnte Kommunikation tatsächlich stattfinden. Vielleicht mit Geistern, wenn ihr daran glaubt. Ja, vielleicht rund um Halloween, Allerheiligen, die Zeit, ne, so gerade von Oktober auf November. Vielleicht gibt es hier irgendwie etwas, wo ihr ein bisschen kommuniziert mit den Geistern. Und vor allem Schweigen, das Gehör, übt euch in Schweigen, damit ihr hören könnt. Übt euch in Schweigen, damit ihr hören könnt. Und es könnte auch sein, dass ihr euch ein bisschen zurückzieht von anderen Menschen, Personen, und dann kommen auf einmal Antworten in Bezug darauf. Versteht ihr das, was ich meine? Übt euch in Schweigen, damit ihr hören könnt, damit euer Gehör geschärft wird. Das ist etwas, was ich stark bei euch wahrnehme. Und jetzt werde ich mal versuchen zu schweigen. Meine lieben Löwen, das war's auch schon mit eurer Legung. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter dem Video verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Video.